kann ich nur mit Porygon Pokémon Kristall durchspielen. Diese Challenge ist der zweite Teil meines riesigen Abenteuers, in dem ich jede Region nur mit Porygon herausfordere. Für heute ist es Johto in der zweiten Generation mit folgenden Regeln. In Kämpfen ist nur Porygon erlaubt. Der Einsatz von Items in Kämpfen ist nicht erlaubt. Heilende Attacken wie beispielsweise Genesung dürfen nur einmal pro Kampf verwendet werden. Und die Challenge gilt als bestanden, sobald ich den Champ der Region besiegt habe. Alles klar. Los geht's. Wir befinden uns im Jahr 2001. Das Jahr und die Generation, in dem ich keine Konsole in meinem Zimmer stehen habe. Die zweite Generation hat die einzigen Teile, bei denen das der Fall ist. Wobei das halb so wild ist, denn ich suche die volle Action in der Wildnis. Bestenfalls natürlich mit meinem treuen Partner, den ich dieses Mal von Professor Lind bekomme. Und dieses Mal habe ich Porygon Masuda genannt. Angelehnt an Junichi Masuda, einer der Gründungsmitglieder von Game Freak. Als Spieldesigner, Komponist und Produzent ist er maßgeblich für den Erfolg von Pokémon verantwortlich. Als Dankeschön für das Porygon musste ich für den Professor zu Mr. Pokémon. Hier musste ich ein rätselhaftes Ei abholen. Mit dem Ei in der Tasche ging es dann wieder zurück zum Labor. Nur um dann auf dem Rückweg wieder in den obligatorischen Starter-Rivalenkampf zu laufen. Dieses Mal hatte mein Rivale ein Kanimani, welches nur an der Oberfläche von Porygon kratzen konnte, bevor es dann von Porygon besiegt wurde. Zurück beim Professor konnte das Abenteuer endlich losgehen. Zuerst mussten ein paar Teenager dran glauben. Ihre gesamte Power an Radfratz und Taubsis konnte mein Porygon gut in den Griff bekommen. Danach folgten ein paar Käfersammler, die schnell merkten, dass ihre Käfer-Pokémon selbst der Fehler sind gegen mein vom Computer geschaffenes Pokémon. Und zu guter Letzt muss ich noch ein paar Mönchen den Weg der Mitte zeigen, um meinen Weg zur ersten Arena freizuschalten. Diese wird von Falk, dem Flug-Arena-Leiter, geleitet. Auf geht's in den Kampf! Mit zwei Pokémon ist er zwar in der Überzahl, doch das wäre nicht das erste Mal für Porygon. In der ersten Runde entschied ich mich, Agilität einzusetzen. Damit will ich die Initiative-Kontrolle aufbauen. Währenddessen testete Taubsi seinen Schaden aus. Danach folgte ein Psy-Strahl von Porygon, der Taubsi fast ausnockte. Eine zweite Attacke und Taubsi machte sich aus dem Staubsi. Somit ist der Platz frei für seine Weiterentwicklung. Tauboga. Dieser konnte den Psy-Strahl besser wegstecken und mit einem Windstoß auch direkt mehr Schaden austeilen. Eine weitere Psycho-Attacke konnte dann Tauboga verwirren. Vermutlich dachte er bei den ganzen Piepmatzen, dass er Vater geworden ist. Das Leben hat ihn so hart geschlagen, dass er sich selbst geschlagen hat. Scheinbar war er noch nicht bereit für dieses Level der Verantwortung. Tauboga ist besiegt. Der Flügelorden ist unser. Nun heißt es aufpassen und nicht von einem Sieg gegen den Flug-Arena-Leiter abheben. Die großen Herausforderungen warten noch auf uns. Wie beispielsweise dieses Ei hier, auf das wir nun aufpassen müssen. Die Aufgabe ist es, den wahren Platz für das Ei zu finden. Also ab in die Box. In der tiefsten Nacht ging es dann über Route 32 vorbei an den Typen, der schmackhafte Fleckmann-Routen verkauft. Das Geheimnis liegt daran, dass diese für 1 Million Poké-Dollar verkauft werden. Ein Geschäft, das selbst Team Rocket nach gnadenloser Niederlage in Kanto sich nicht entgehen lassen konnte. Sie haben sich im Fleckmann-Brunnen in der Nähe von Azalea City breit gemacht und wollten den ganzen Fleckmann an den Kragen. Oder in diesem Fall an den Schwanz. Allerdings konnte ich auch dieses Mal die geballte Power von Zubats und Smogon stoppen. Die ganzen Fleckmons sind gesichert und ich kann raus, um mich der zweiten Arena zu stellen. Dieses Mal eine Käfer-Arena. Ein virtueller Härtetest für das Betriebssystem von Porygon. Mit einem Vorgeschmack gegen die Vasallen der Arena wusste unser Antivirus-System, was zu erwarten war. In einer Art und Weise war es wie eine Impfung. Schwache Käfer-Pokémon versuchen das Immunsystem von Porygon anzugreifen, um Porygon dann für die wahre Herausforderung vorzubereiten. Auf geht's in den Kampf gegen Kai, wie keine Weiterentwicklung in meinem Käferteam. Er beginnt den Kampf mit Safcon, welcher auch direkt auf seinen weltberühmten Härtner ging. Ich nutzte die Gelegenheit aus, um Agilität einzusetzen. In der nächsten Runde war ich schneller und konnte ihn dann attackieren. Safcon gefiel das gar nicht und konterte mit einem Tackle, nur um dann von einer weiteren Attacke besiegt zu werden. Als nächstes kam sein naher Verwandter, Kokuna Matata. Eine Attacke von Porygon und er war voller Sorgen. Auch dieses Käfer-Pokémon ist besiegt. Zu guter Letzt kam Kais Signature-Pokémon. Dank der Agilität war Porygon schneller und traf sofort hart mit einem Volltreffer, während Sichlers Zornklinge daneben ging. Um den Initiative-Nachteil auszugleichen, ging Sichler auf einen Ruckzuck-Hieb, den Porygon gut wegstecken konnte. Ein zweiter Psy-Strahl gefolgt von einem zweiten Ruckzuck-Hieb und einer dritten Attacke und Sichler beißt auch ins Gras. Auch dieser ist erledigt. Arena-Leiter Kai ist geschlagen. Der Insektenorden ist unser. Höchste Zeit, uns davon zu kriechen. Durch den Steineichenwald, in dem wir ein Porenta fangen durften, um damit Zerschneider zu erhalten, direkt nach Dukatia City. Die Johto-Version von Prismania City. Bekannt für die Arena, das Einkaufszentrum, die Spielhalle und natürlich die Radiostation. Im letzteren gibt es ein kleines Quiz mit 5 Fragen. Sollte man alle richtig beantworten, gewinnt man ein Radiomodul. In der Spielhalle gibt es dieses Mal 2 Spiele. Einmal den einarmigen Banditen und eine Art Roulette. Im Einkaufszentrum habe ich mir noch schnell die TMs angeschaut und ein Carbon gekauft. Nun fehlt nur noch die Arena von Dukatia City auf meiner Sightseeing-Tour. Geleitet wird diese von Bianca, die normale Arena-Leiterin. Sie hat 2 Pokémon und startet direkt mit einer unterschwelligen Botschaft, dass sie aufs Klo muss. Meine Psycho-Attacke konnte Pipi gut wegstecken und mit einem Doublexieb, der 5-mal traf, kontern. Das gleiche wiederholte sich nächste Runde, nur dass dieses Mal Pipis Attacke 3-mal traf. In der dritten Runde entschied ich mich dann, Genesung einzusetzen. Kleiner wichtiger Hinweis, Genesung ist eine Attacke und nicht ein Item. Etwas, was einige Leute in der letzten Folge verwechselt haben. Bianca antizipierte das und ging direkt auf ein Metronom. Ich habe bei Pipi auf einen Griff ins Klo gehofft, aber leider bekam sie Mega-Hieb. Damit konnte Pipi nochmal gut draufhauen, bevor dann die nächste Attacke von Porygon Pipi wegspielte. Somit kam Miltank zum Vorschein. Bekannt dafür, so viele Trainerkämpfe zu beenden, begann sie mit einem Walzer.
Leider konnte auch sie meine Attacke gut wegstecken, weshalb ich beim zweiten Walzer meine Taktik änderte. Dieses Mal bin ich auf Umwandlung 2 gegangen. Damit bekomme ich einen Typen, der einen Vorteil gegenüber ihrer letzten Attacke hat. In diesem Fall Stahl. In der nächsten Runde ging glücklicherweise der Walzer daneben und ich konnte anfangen Schaden zu machen, während der Walzer nun deutlich weniger Schaden macht. In der letzten Runde konnte sie Polygon nochmals auf 10 KP runterdrücken, bevor sie dann ein für alle Mal besiegt wurde. Ohne Umwandlung 2 hätte ich tatsächlich den Kampf verloren. Bianca ist besiegt und der Basisorden ist unser. Da dieser wie ein Vorfahrtsschild ausschaut, ging es vollste Kraft voraus in den Norden zum nächsten Arenaleiter. Wobei, einen kurzen Halt musste ich machen. Es war Dienstag und das bedeutet Käferturnier. Ein spaßiges kleines Gimmick, in dem man Parkbälle bekommt und ein möglichst starkes Käfer-Pokémon fangen muss. Nur um dann gegen irgendeinen NPC namens Lars zu verlieren. Ich habe es geschafft, einen Sichler mit vollen KP zu fangen und er kam mit einem Pinsy um die Ecke. Die gute alte Käferturnier-Experience. Sie hat mich noch nie enttäuscht. Vorbei an dem Baum, der eigentlich kein Baum ist, baut die Story hier besonders auf Suicune auf. Unsere erste richtige Begegnung gab es mit ihm in der Turmruine in Teak City. Zuvor gab es aber einen Kampf. Ein Kampf gegen niemand anderen als unseren Rivalen. Dieser hat 4 Pokémon und startet mit Alpollo. Und so wie es sich für einen Geist gehört, gab er mir direkt einen Fluch zu spüren. Ich konnte ihn zwar in der gleichen Runde besiegen und dadurch den Fluchschaden fürs erste vermeiden, doch als nächstes kam Magnetilo. Auch hier sah es dank eines Volltreffers gut aus. Doch der Schein trügt. Der Fluch und Ultraschall bedeuteten, dass die Hälfte meiner KP Geschichte sind. Das Stahl-Pokémon überlebte die nächste Attacke und machte sich nichts aus der Verwirrung. Ein weiterer Ultraschall und Polygon ist ausgenockt. Der Schaden von Fluch war einfach viel zu hoch. Ich habe es danach noch zweimal probiert und gemerkt, dass ich es niemals mit einem Fluch auf meiner Seite schaffen könnte. Also habe ich mir die Zeit genommen und Polygon etwas im Süden von Teak City trainiert. Wie in der ersten Folge dieses Projekts schon benannt, gibt es hier keine EVs oder Fleißpunkte, wie sie heute bekannt sind. Vielmehr greift hier der Vorreiter, das Stat Experience System, weshalb es beim Training wichtig ist, möglichst Pokémon mit hohen Basiswerten zu besiegen. Nachdem ich alle Trainer auf Route 38 und 39 besiegt habe, habe ich es wieder gegen Banause aufgenommen. Dank des Trainings war ich schneller und konnte endlich der Albtraum für den Geist werden. Magnetilo folgte nach 2 Attacken und der vermutlich niedlichste Sprite von Zubat nach einer Psychoattacke. Als letztes Pokémon hatte er noch die Weiterentwicklung von Kanimani. Dieser griff einmal mit Aquaknarre an, bevor er dann durch den zweiten Psychstrahl besiegt wurde. Banause ist geschlagen, doch das wird nicht das letzte Mal sein. Mit dem aus dem Weg ging es auch direkt in die Arena von Teak City. Eine Arena, wo alle einen ganz besonderen Kampfgeist haben, aber auch leider sehr toxisch sind. Auf geht's in den Kampf gegen Jens. Jens wie, jetzt wird's Zeit, Geister zu fangen. Zu meinem Glück hat Polygon den Normaltypen und noch viel wichtiger, eine Psychoattacke. Nebulak und seine Weiterentwicklung haben alle neben den Geist den Gifttypen. Eine Psychoattacke kombiniert mit niedrigen defensiven Statuswerten ist wahnsinnig gut. Bei Gengar traf die Hypnose nicht und erstaunlicherweise konnte er sogar im Psychstrahl grinsend wegstecken. Doch wer sich zu früh freut, muss Küken sehen. Gengar war verwirrt und traf sich selbst zum Knockout. Das letzte Pokémon von Jens war ein zweites Alpollo. Auch hier fiel Mann auf die Psychoattacke von Polygon rein. Alpollo ist besiegt. Die Begeisterung von Jens nahm ein Ende. Der Phantomorden ist unser. Ein kurzer Aufenthalt bei Schwester Joy, um Polygon hochzueilen und weiter geht's nach Oliviana City. Hier ist die Arena leer. Für einen Kampf müssen wir nach Anemonia City rübersurfen, um eine ganz besondere Medizin zu besorgen. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch direkt der nächsten Arena stellen. Diese ist gefüllt mit den besten Karate-Trainern der Region. Im Kampf kamen die üblichen Verdächtigen zum Einsatz. Kikli, Nokchan, Mashok und Razaf. Allesamt konnten Polygon nicht aufhalten auf dem Weg zum Arenaleiter. Auf geht's in den Kampf gegen Hartwig. Der Kampfarena-Leiter mit 2 Pokémon. Nummer 1 ist Razaf. Polygon war schneller und konnte mit einem Psychstrahl Razaf fast besiegen. Er überlebte mit einem KP und pinkelte mit doppeltem Strahl zurück. Eine zweite Attacke knockte dann das Kampf-Pokémon aus. Das zweite Pokémon ist Quappo. Er zögerte keine Sekunde und ging sofort mit Wuchtschlag aufs Ganze. Bei einer 50%igen Genauigkeit zählt sie zu den unzuverlässigsten Attacken im Spiel und so auch hier. Eine weitere Attacke konnte dann Quappo besiegen. Damit haben wir Hartwig geschlagen. Der Faustorden ist unser. Zurück im Leuchtturm gab es dann die wertvolle Medizin für Ampharos. Der Leuchtturm konnte endlich wieder in Betrieb genommen werden und ich durfte mich der nächsten Arena stellen. Weiter geht's gegen Jasmin, die Stahl-Arena-Leiterin. Sie hat 3 Pokémon und startet mit 1 ihrer 2 Magnetilos. Ich habe es erstmal mit Psychstrahl probiert und war positiv überrascht über den Schaden. Währenddessen ging die Donnerwelle von Magnetilo daneben. In der zweiten Runde konnte sie dann diese durchbekommen. Somit ist Magnetilo schneller und konnte nochmal mit Donnerblitz einiges an Schaden austeilen. In der gleichen Runde konnte Polygon es aber besiegen. Magnetilo Nummer 2 machte genau hier weiter und ließ meinem Polygon 54 KP übrig. Deshalb musste ich handeln und ging auf Umwandlung 2. Diese gab Polygon den Bodentypen. Die Elektroattacken werden nun nicht mehr funktionieren. Für einen kurzen Moment habe ich mich in Sicherheit gefühlt. Nur um dann zu merken, dass Ultraschall ebenfalls konstant 20 Schaden macht und ich immer noch paralysiert war. Die 2 Magnetilos gaben mir keine Chance. Ich habe es direkt danach nochmals probiert, doch ohne Erfolg. Wenn ich das erste Magnetilo eine Dollarwelle auspackt, dann wird es spätestens das zweite tun.
Und sobald diese draußen ist, ist der Kampf gelaufen. Besonders wenn dann noch Verwirrungen ins Spiel gebracht werden. Ich habe 17 weitere Male probiert und gelernt, dass Triblette mehr Schaden austeilen kann als gedacht. Zwei dieser Art konnten das erste Magnetilo ausnocken. Beim zweiten Magnetilo war es sehr ähnlich, nur dass dieser wieder eine Donnerwelle und damit auch einen Donnerblitz durchbekam. Erst nach 19 langen Versuchen habe ich es geschafft, zwei Magnetilos zu besiegen. Doch der Endboss wartet bereits. Stalos. Paralysiert und ohne effektive Attacken brauchte Stalos 3 Runden, um Porygon zu besiegen. Keine Chance. Ich wusste ab dem Zeitpunkt, dass kein Weg daran vorbeiführt, tief in die Trickkiste zu greifen. Dieses Mal wollte ich aber nicht trainieren gehen, sondern vielmehr Porygon ein Upgrade verschaffen. Und damit meine ich nicht das dubiose Item, mit dem man ab dieser Generation Porygon per Tausch entwickeln kann, sondern vielmehr eine Attacke, die mir im Kampf helfen soll. Blizzard. Die einzige Attacke zu dem Zeitpunkt, die Porygon erlernen kann und ein Stalos zumindest neutral trifft. Problem ist, dass es diese Attacke nur als Preis in der Spielhalle gibt. Und wie ihr sehen könnt, bin ich schon fleißig am Sammeln. Blizzard kostet 5500 Münzen und ich besitze 107. Also habe ich schnell bemerkt, dass ich hier Stunden sitzen würde, wenn ich mir nicht etwas einfallen lasse, diese Spielhalle auszutricksen. Ein Trick ist es, den passenden Automaten zu finden. Der beste Automat ist für gewöhnlich immer von einem NPC belegt. Außer zwischen 4 und 10 Uhr morgens. Also habe ich wahren Einsatz gezeigt und bin um 5 Uhr morgens aufgewacht, um dann am bestmöglichen Automaten zu spielen. Man könnte sicherlich auch einfach die Uhr umstellen und es sich so gemütlich machen. Aber wo bleibt da noch der Spaß und die Herausforderung? Frisch am Morgen ging es dann weiter mit dem wichtigsten Trick. Als erstes versucht man eine 7 im ersten Abschnitt zu bekommen. Beim zweiten Abschnitt drückt und hält man den A-Knopf gedrückt. Wenn die 7 nicht erscheint, hilft der Automat etwas nach. Das gleiche macht man dann beim dritten Abschnitt. Für gewöhnlich kommt dann noch ein Pokémon und hilft auch etwas aus. Jackpot. Das Ganze klappt erstaunlich gut, wobei ich auch hier erstmal üben musste, um das Ganze rauszubekommen. Gutes Timing und leider auch Glück sind entscheidend. So konnte ich meine ersten 1000 Münzen sammeln. Und wenn Geowatz gerade nicht helfen kann, kommt Chanera zu Hilfe. Nach etwas über 2 Stunden war es dann soweit. Der letzte Jackpot. Mit 5551 Münzen hatte ich endlich genug, um Blizzard zu kaufen. Ich habe es Porygon anstelle von Genesung beigebracht. Nun kann es losgehen mit dem Kampf gegen Jasmin. Die erste Runde startete genau mit meinem Humor. Ich ging wie gewohnt auf eine Triplette und bekam direkt ironischerweise eine Paralyse. Die gegnerische Donnerwelle konnte Porygon abwehren und Magnetilo Nummer 1 besiegen. Das zweite Magnetilo bekam ebenfalls ordentlichen Schaden ab, nur leider bekam es eine Donnerwelle durch. Paralysiert bekam Porygon wie üblich dann noch einen Donnerblitz zu spüren und knockte Magnetilo mit einer zweiten Triplette aus. Somit standen sich wieder Stalos und Porygon gegenüber. Stalos änderte auch seine Taktik und wollte einen Kreideschrei durchbekommen. Dieser schlug zwar fehl, trotzdem war die Idee aber nicht schlecht, da ich so keinen vorteilhaften Typ mit Umwandlung 2 bekam. Der Eisenschweif zog einiges an KP ab und als wäre das nicht genug, ging sogar mein Blizzard daneben. Eine zweite Stahlattacke und Porygon hatte nur noch 13 KP. Dieses Mal traf aber mein Blizzard und hinterließ einiges an Schaden. In der nächsten Runde wollte es Jasmin dann ein für alle Mal beenden. Doch Eisenschweif ließ sie dieses Mal im Stich. Anders als mein Blizzard. Es wurde nochmal zum Ende sehr knapp. Die Eisattacke besiegte aber das letzte Pokémon. Damit ist Jasmin ihr Stahl los. Der Stahlorden ist unser. Jetzt wird's Zeit für ein bisschen Story. Hier geht es selbstverständlich um Team Rocket. Auf der Schliche sind wir denen mit Hilfe von Siegfried gekommen, der sich das berühmteste Shiny-Pokémon anschauen wollte. Das rote Gyarados. Team Rockets neue Geheimbasis befindet sich in Mahagonia City. Hier mussten wir hunderte von Rüpeln schlagen, um dann die Maschinerie zu stoppen. Nach der ganzen Arbeit stellte sich aber heraus, dass das hier nur ein Ablenkungsmanöver war und Team Rocket sich in Dukatia City breit gemacht hat. Doch bevor es dorthin geht, wollte ich passend zu Blizzard die Eisarena in Mahagonia City herausfordern. Diese Arena gehört zu meinen Lieblingsarenen, da es hier ein kleines Eisrätsel gibt. Auch wenn ich dieses durch die hunderte Male durchspielen mittlerweile auswendig kannte. Auf geht's in den Kampf gegen Norbert, der Eisarena-Leiter. Mit seinen 3 Pokémon zeigt er 2 allgemeine Probleme. Zum einen gibt es bis heute erstaunlich wenige Eis-Pokémon und zum anderen wird hier die sehr verrufene Levelkurve von Johto deutlich. Er beginnt den Kampf mit Yurop, der nach einer Triplette wieder den Weg in den Pokéball suchte. Damit war der Platz frei für seine Weiterentwicklung. Yugong war tanky genug, um eine Triplette wegzustecken, bekam aber eine Verbrennung ab und konnte mit dem Aurora-Strahl nicht genügend Schaden austeilen. Eine zweite Attacke knockte dann die Robbe aus. Das letzte Pokémon von Norbert war Keifel. Dieser wich meinen Blizzard gekonnt aus und ließ erstmal weißen Nebel erscheinen. Der nächste Blizzard traf und Keifel überlebte gerade so mit einem KP. Daraufhin griff er mit einem Furienschlag an und wurde nochmals von Norbert hochgeheilt. Keifel war zwar wieder gesund, doch das Momentum war auf meiner Seite. Erst eine Triplette und dann der Blizzard zum Sieg. Keifel ist besiegt und der 7. Arenaleiter geschlagen. Der Eisorden ist unser. Nun zum hoffentlich letzten Mal zu Team Rocket. Sie haben sich im Radioturm breit gemacht und nun lag es an uns, diese ein letztes Mal aufzuhalten. Als erstes habe ich es durch den Vordereingang probiert und kam bis ganz nach oben zum Rocket-Vorstand. Mit 6 Pokémon. 6 gleichen Pokémon. Man kann sagen, was man will, aber dieser Mann liebt seine Smogons.
Von ihm gab es die Info, dass es für mich in den Untergrund gehen muss. Hier wartete auch ein alter Bekannter auf uns. Sein Zubat hat sich mittlerweile zu einem Golbat weiterentwickelt, wobei das nichts am Endresultat ändert. Eine Attacke von Porygon und Golbat ist besiegt. Danach folgte das allseits präsente Magnetilo. Dieses konnten wir zwar gut anschwächen, doch leider kam wieder eine Donnerwelle und somit auch ein Ultraschall. Nächste Runde konnte ich es aber glücklicherweise besiegen. Alpollo packte die gleichen Tricks wie eh und je aus. Porygon war hier drauf gewappnet und knockte es sofort aus. Banauses vorletztes Pokémon ist Sneebel, eines der wenigen Unnicht-Pokémon dieser Generation. Mit einer Finte hatte es auch einen kurzen Auftritt, bevor es dann besiegt wurde. Zu guter Letzt zeigte sich Impagator. Er war schneller und attackierte mit einer Aquaknarre, während Porygon mit einer Triplette den Wasserstarter für ein Tuit KO vorbereitete. Nicht zu vergessen ist der Schaden vom Fluch, der nur durchkommt, wenn der Gegner nach der Attacke von Porygon ein Pokémon auf seiner Seite hat. Zum Ende zog Impagator nochmal eine Grimasse und verzog sich dann zurück in die Tiefen seines Pokéballs. Banause ist besiegt und hat sogar dazugelernt. Im Untergrund konnte ich dann noch den Menschen finden, der mir einen Türöffner gibt. Was, wenn ich drüber nachdenke, deutlich dramatischer klingt, als es einfach Schlüssel zu nennen. Der Schlüssel führte mich auf direkten Wege zu dem Rocket-Vorstand, der für das Ganze hier verantwortlich ist. Nach dem Kampf gegen sein Hunduster, Smogon und natürlich Hundemon sah er es ein, dass Team Rocket ein für alle Mal Geschichte ist. Sehr schön. Nun kann es endlich zum letzten Orden der Johto-Region gehen. Die letzte Arena befindet sich in Ebenholz City und ist auf dem schnellsten Wege über den Eisfahrt zu erreichen. In der Arena braucht man etwas Geschick und Stärke. Die Steine müssen in die Löcher, um dann eine Art Brücke zu bilden, die uns dann direkt zur Arenaleiterin führt. Auf geht's in den Kampf gegen Sandra, die Drachen-Arenaleiterin. Sie beginnt ihren Kampf mit einem Dragonier. Hier kam mir mein hart erspieltes Blizzard nur recht. Es müsste nur treffen. Und die Gegner müssen vor allem damit aufhören, mein Porygon zu paralysieren. Es ist absolut wahnsinnig, wie häufig Porygon in dieser Challenge paralysiert wurde. Gefühlt trägt jedes zweite Pokémon Donnerwelle bei sich. In der zweiten Runde zeigte Dragonier dann Surfer. Der Schaden hielt sich dank der Levelkurve von Johto in Grenzen. Das Ganze wurde dann von Porygon mit einem Blizzard gekontert. Dragonier Nummer 1 ist besiegt und Dragonier Nummer 2 folgte zugleich. Zuvor konnte dieses aber noch einen Donnerblitz durchbekommen. Und als wären zwei nicht genug, kam dann auch schon das dritte. Dieses ging auf einen Eisstrahl und wich sogar mein Blizzard aus. Zudem war der nächste Eisstrahl noch ein Volltreffer. Mit 84 KP und einem letzten AP auf Blizzard konnte ich dann das Dragonier erledigen. Und nun kann der Spaß beginnen. Das berühmt-berüchtigte Seedraking. Als erstes ging es auf einen Surfer, welcher knapp die Hälfte meiner vorhandenen KP abzog. Im Gegenzug zeigte Porygon seine Triplette. Diese zog etwa 3/4 der KP ab. Somit durfte Seedraking nochmal ran und machte es nochmal zum Fotofinish für Porygon. Mit 6 KP und einer Paralyse. Eine weitere Attacke in der gleichen Runde konnte dann Seedraking erledigen. Sandra ist besiegt. Doch der Drachenorden ist noch nicht unser. Für diesen müssen wir uns erst in der Drachenhöhle als würdig erweisen. Auf meinem Weg dahin bin ich dann sogar einem Carpador begegnet. Und dieses Mal habe ich ihn Scarface genannt. Wichtig ist, dass man beim Aussprechen des Namens den italienischen Schwung im Handgelenk hat. Scarface. Bei der Drachenprüfung wurden mir Fragen über meine Einstellung und Moral gegenüber Pokémon gestellt. Einmal beantwortet, kam Sandra dazu, um mir den letzten Orden zu geben. Somit steht uns nichts mehr im Wege, die Herausforderung der Pokéliga anzunehmen. Abgesehen von der Siegestraße, in der auch Banause sein Unwesen treibt. Er wollte es ein allerletztes Mal wissen. Und dieses Mal mit 6 stolzen Pokémon. Der ganze Kampf startet mit einem Sneebel. Eine Triplette reichte hier aus, um diesen zu besiegen. Ähnlich wie im letzten Kampf verabschiedete sich Golbat ebenfalls nach einem Psystrahl. Sein Magnetilo hingegen hatte mittlerweile 2 Freunde gefunden. Ist aber immer noch ganz der Alte. Es gibt wohl Gewohnheiten, die ändern sich nie. Immerhin konnten 2 Tripletten das Magneton besiegen. Und Alpollo kam ein drittes Mal auf die geistreiche Idee, Fluch einzusetzen. Doch auch hier wurde er wieder enttäuscht. Das haben er und sein Nachfolger Kadabra definitiv nicht kommen sehen. Das letzte Pokémon ist Impagator auf Level 38. Er begann da, wo er im letzten Kampf aufgehört hat. In der Zwischenzeit war Porygon paralysiert und bekam er Schaden durch den Fluch und dann den Schlitzer. Danach konnte er mit einer Triplette Impagator ebenfalls paralysieren. Und das hat eine entscheidende Rolle gespielt, da der Seher von Kadabra durchkam und ordentlich viel Schaden gemacht hat. Eine weitere Attacke von Impagator und ich wäre raus gewesen. Der Parahex hat mich gerettet. Impagator konnte nicht angreifen und Porygon konnte es mit einer letzten Attacke beenden. Impagator ist besiegt und Banause gibt sich geschlagen. Damit ging es raus aus der Siegestraße und rein in die Pokéliga. Ich habe kein Training oder großartige Änderungen an den Attacken vorgenommen. Es ging direkt los in die letzte Herausforderung der Challenge. Angefangen mit der Top 4. Das erste Mitglied heißt Willy. Doch dieses Mal will ich es wissen. Können seine Psycho-Pokémon mein Porygon aufhalten? Finden wir es gemeinsam heraus. Er beginnt den Kampf mit einem Xatu. Ich ließ ihm direkt die kalte Brise von Porygon spüren. Eine davon reichte aus, um Xatu zurückzurufen und Rosanna reinzuholen. Und auch dieses blieb nicht lange auf dem Feld. Eine Triplette und Rosanna war besiegt. Und so ging es immer weiter und weiter. Ein Blizzard gegen Kokowai und auch Pokémon Nummer 3 ist erledigt. Als nächstes kam ein Lamus raus. Dieser konnte zwar eine Triplette standhalten, war aber in seiner eigenen Welt gefangen. Eine zweite Attacke und Lamus wurde besiegt. Als letztes kam das zweite Xatu. Ähnlich wie beim ersten war es nicht bereit für die kalten Temperaturen und wurde von einem Blizzard erledigt. Ohne einen einzigen KP zu verlieren, haben wir den Kampf gewonnen. Weiter geht's gegen Nummer 2. Koga.
Er startet den Kampf mit Ariados. Porygon war schneller und hatte eine sehr effektive Attacke. Eine davon schickte die Spinne zurück in den Netzball. Als nächstes kam Omot. Hier habe ich es mit einer Triplette probiert. Und das war die richtige Wahl. Eine Normalattacke erledigte den Falter. Gegen Fostelka habe ich es mit Blizzard probiert. Der Schaden war gut und im Gegenzug kam ein Stachler. In der nächsten Runde ging leider mein Blizzard daneben und Fostelka zeigte mir nochmal die Sterne aus nächster Nähe. Mit einem letzten AP traf auch der Blizzard und Fostelkas KP sanken runter auf 0. Ein Glück, dass es ab dieser Generation AP Plus gibt und ich so 6 anstatt der üblichen 5 AP habe. Nun wurde es Zeit für Slymog. Hier kam wieder mein Psystahl zum Einsatz. Doch der Schleim zeigte sich hartnäckig. Nicht nur, weil er die Attacke überlebte, sondern auch durch den Komprimator. Vor meinen Augen mutierte er zu einem Miniaturhaus und wich eiskalt meine Attacke aus. In der nächsten Runde ging er auf einen Säurepanzer und ich konnte es mit einem Psystahl beenden. Damit hat Koga ein letztes Pokémon. X-Bart. Die Fledermaus war schneller und machte das, was man von jedem Gift-Pokémon erwartet. Im Gegenzug konnte ich ihn zwar stark anschwächen, doch leider wurde er direkt danach mit Hilfe einer Top-Genesung hochgeheilt. Der gute Koga versuchte mich tatsächlich mit seinem Gift auszustollen. Also muss der Kampf schnell vorbei sein. In der nächsten Runde ging X-Bart auf einen Flügelschlag und Porygon konnte den Kampf beenden. X-Bart ist besiegt und Koga ist geschlagen. Nach einer Auffrischung der KP und AP wird es gegen den dritten im Bunde interessant. Er hört auf den Namen Bruno und benutzt Kampf-Pokémon. Bruno startet mit Capoeira. Einem sehr wütend aussehenden Capoeira. Und einem Capoeira, das meine Psycho-Attacke gerade so überlebte, um Schaufel einzusetzen. Ich nutzte die Möglichkeit, um AP zu sparen, indem ich Umwandlung 2 einsetze. Capoeira bekam seinen Schaufler durch und ich kam auf die Idee, es nochmal mit Umwandlung 2 zu probieren. Mein Porygon bekam den Pflanzentypen, während Capoeira sich wieder eingräbt. Mein Ziel war es aber, den Flugtypen zu bekommen. Also habe ich es weiter probiert. Und tatsächlich wurde es besser als erwartet. Nach dem Schaufler ging Capoeira überraschenderweise auf einen Ruckzuckhieb. Was bedeutet, dass er mir die Chance gab, den Geisttypen zu bekommen. Leider bekam ich aber den Gesteinstypen. Ein paar Buchstaben weniger und umsortiert und ich wäre gut dabei. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Ich probierte es sofort danach nochmal und bekam den Stahltypen. Ein ziemlich unpraktischer Typ, wenn die nächste Attacke vom Typen Boden ist. Zu dem Zeitpunkt war es eine Sache des Prinzips, den Flug- oder Geisttypen zu bekommen. Ich ließ nicht locker. Die nächste Umwandlung gab mir den Käfertypen. Langsam aber sicher kommen wir der Sache näher. Nach einem weiteren Schaufler kam dann nochmal der entscheidende Ruckzuckhieb. Porygon bekam den Geisttypen. Das bedeutet, dass alle Kampfattacken nicht mehr treffen können. Zumindest war das mein erster Gedanke. Eine weitere Attacke besiegte dann Capoeira. Als nächstes kam Kikli. Porygon war schneller und one-shottete fast das Kikli. Im Gegenzug ging Kikli auf eine Gesichte. Somit ist es ihm und allen anderen Pokémon nun erlaubt, Geist-Pokémon mit Normal- und Kampfattacken zu treffen. Die ganze Arbeit mit Umwandlung war dementsprechend umsonst. Etwas schade, aber schön zu sehen, dass die KI mitdenkt. Und meinen Spaß hatte ich auch. Dennoch konnte Porygon Kikli besiegen. Somit war der Platz frei für Nocturne. Er nutzte die Gesichte direkt aus und attackierte mit einem Tempohieb. Porygon konterte das Ganze mit einem Volltreffer. Nocturne hatte keine Chance. Auch dieses ist besiegt. Brunos vorletztes Pokémon ist Onix. Hier wollte ich es mit einem Blizzard probieren. So wie im Kampf gegen Stalos. Leider ließ mich aber Blizzard wieder im Stich. Woraufhin Onix mich direkt in den Klammergriff nahm. 2 Runden mit geringem Schaden später traf mein Blizzard und Onix suchte das Weite. Als letztes kam der Champ unter den Kampf-Pokémon. Auch hier ging ich auf meine effektive Attacke und war froh, dass es über die Hälfte abzog. Machumais Antwort darauf war ein Kreuzhieb. Den Porygon mit stolzen 5 KP überlebte. Eine zweite Attacke und Machumai sowie Bruno sind besiegt. Kaum zu glauben, aber die Umwandlung in den Geisttypen hat mich tatsächlich gerettet. Der Kampf hat echt viel Spaß gemacht. Damit kann es weitergehen gegen das letzte Top 4 Mitglied. Melanie. Ihre Unlicht-Pokémon wollen Porygon ein für alle Mal das Licht ausknipsen. Angefangen mit einem Fan-Favorite. Ich entschied mich hier für eine Triplette und bekam knapp 50% Schaden durch. Im Gegenzug kam ein Konfusstrahl. Und leider traf Porygon sich auch selbst. Ganz im Stile von Agathe in der ersten Generation. Somit bekam Nachtara nochmal die Chance, eine Finte einzusetzen, bevor es dann in der nächsten Runde besiegt wurde. Als nächstes kam Giflor. Das muss sich wohl von Koga verlaufen haben. Erstaunlicherweise überlebte Giflor sogar eine Attacke. Allerdings wurde es verwirrt. Es traf sich sogar selbst, überlebte aber gerade so mit einem KP. Melanie entschied sich, Giflor nicht hochzuheilen, wodurch Porygon dann Giflor besiegen konnte. Als nächstes kam wieder ein Pokémon aus Agathes Kollektion. Und wie wir gelernt haben, lieben es Geist-Pokémon Porygon einen Fluch zu verpassen. Damit machte Gengar es einfacher, ihn mit einer Attacke zu besiegen. Gengar ist erledigt und Kramux kam raus. Dieser hatte einen kurzen Auftritt, da ein Blizzard ihn sehr effektiv traf. Dieser One-Shot war entscheidend, da ich so den Schaden von Fluch bisher umgehen konnte. Als letztes kam Hundemon. Porygon war schneller und ging auf seine Triplette. Der Schaden war sehr gut, aber leider nicht genug. Als Strafe gab es den Schaden vom Fluch und ein Flammenwurf hinten drauf. Sollte man den Pokédex-Einträgen glauben, wird mein Porygon nun auf Ewigkeiten Schmerzen haben. Anders als das Hundemon, das von Melanie hochgeheilt wurde. In der gleichen Runde attackierte er wieder mit Triplette. Der Hund aus der Hölle blieb wieder standhaft und der Schaden vom Fluch machte es wieder zum Fotofinish. Porygon konnte es gerade so in der nächsten Runde beenden. Knapper kann es kaum werden. Jetzt fehlt nur noch der Champ der Johto-Region. Auf geht's in den Kampf gegen Siegfried, der Drachenchamp. Alleine die Musik für diesen Kampf.
einzigartig gut. Siegfried startet den Kampf mit Garados, wobei mein Porygon schneller war und erstmal knapp 80% seiner KP abzog. Als Antwort kam von Garados ein Regentanz. Unsicher, was er vorhatte, habe ich es schnell und effektiv mit Triplette beendet und damit auch direkt Dragonair Nummer 1 als nächsten Gegner bekommen. Mit seinem Dualtypen ist er das perfekte Pokémon, gegen das ich mein Blizzard einsetzen konnte. Einer von denen reichte aus, um das Drachen-Pokémon der ersten Generation zu besiegen. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern direkt zweimal. Drei Pokémon besiegt, drei weitere fehlen noch. Unter anderem Aerodactyl. Als Fossil-Pokémon hatte er keine Zeit zu verlieren und ging sofort auf einen Hyperstrahl. Dieser hinterließ 43 KP Schaden. Und leider ging mein Blizzard wieder daneben. Das Ganze nicht nur einmal, sondern direkt zweimal. Als nächstes probierte Siegfried mit Antikraft. Es machte weniger Schaden und Porygon konnte dann endlich die Eisattacke treffen. Das Gesteinsflug-Pokémon ist erledigt. Zeit für das Feuerflug-Pokémon. Hier war Porygon schneller und attackierte mit einer Triplette. Gluraks Antwort war ein Flammenwurf. Und in der nächsten Runde gab es dann einen Hyperstrahl. Porygon hatte nur noch 32 KP. Eine weitere Attacke knockte dann das Starter-Pokémon aus. Somit hat Siegfried nur noch ein Pokémon. Dragoran. Ich hatte noch exakt einen AP auf Blizzard. Trifft dieser, habe ich gewonnen. Geht er daneben, habe ich verloren und muss nochmal die komplette Pokéliga von neu beginnen. Doch Porygon ließ mich nicht im Stich. Der letzte Blizzard kam durch und zog die gesamten KP von Dragoran ab. Dragoran und Siegfried sind geschlagen. Damit haben wir es geschafft. Nur mit Porygon sind wir Champ der zweiten Generation geworden. Hier in der Pokéliga wurde es immer und immer knapper und damit auch spannender. Wie üblich findet ihr hier noch ein paar Zahlen und Fakten. Kanto und Johto wurden damit von Porygon erobert. Als nächstes geht es damit nach Höhen. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Abenteuer nur mit meinem Porygon vorbeischaut. Lasst ein Abo da, um genau dieses nicht zu verpassen. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.